Hallihallo und willkommen zurück bei A New Beginning. Ja, wir sind hier eben gelandet mit Faye und ihrem Mentor. Ich muss das gerade nochmal für mich auch ein bisschen wiederholen. Und ja, wir müssen jetzt das Zeitfunkgerät installieren und aufbauen. So, was haben wir hier? Der sieht einigermaßen stabil aus. Andererseits hätte ich das wohl auch gesagt, als er noch an der Decke hing. Ja, alles andere scheint nicht so ganz stabil zu sein. Warum ich das mache, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wir gucken uns das einfach mal. Das kann doch nicht. Oi. Die ganze Stadt ist zerstört. Können wir uns wirklich so geirrt haben? Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Wäre wünschenswert. So, was haben wir denn hier? Ein Zeitfunkgerät. Das ist mein Zeitfunkgerät. Sobald die Zeitfunkantenne steht, erreiche ich hiermit die anderen Teams. Okay, dann wollen wir das doch mal... Seltsam. Da rührt sich nichts. Es scheint keine Energie zu bekommen. Ich muss da Energie... Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ha, da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Okay, leere Batterie und ein Messer. Die Ruinen und das seltsame Gerüst, also die Brücke, werden uns da nicht helfen können. Das heißt, wir gucken uns mal... Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Ja, aber wo kriegen wir denn eine Batterie her? Na, klettern wir nochmal runter. Und gucken mal. Also okay, wir können auch noch da runterlaufen. Wir können auch in die Zeitkapsel. Ja, okay, wir können es dran stellen. Hier muss es doch irgendwas geben. Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Ob das funktioniert? Von außen sieht er unbeschädigt aus. Ja, dann. Der Ladezustand ist sehr niedrig. Ungefähr 15%. Ja, die Batterie kann ich daran nicht zufällig aufladen. Die Zeitkapsel hat noch Energie. Vielleicht kann ich die Batterie am Generator der Zeitkapsel aufladen. Am Generator. Atomofen, hört sich doch gut an. Vielleicht, der Svensson befindet sich zwischen den beiden Zylindern. Ach, da. Bevor ich die Batterie lade, sollte ich den Svensson erst einmal herausziehen. Ja, dann zieh ich mal. Oh je. Das ist die leere Batterie. Ja, ja. Ach, Entschuldigung. Ja, ich bin wieder so ein bisschen nervös. Leer. Vielleicht kann ich sie irgendwo an der Zeitkapsel wieder aufladen. An der Zeitkapsel, also hier. Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's, ich brauche die Energie. Oh. Das klang nicht so gut. Okay, ich habe wenigstens meine Batterie jetzt geladen, aber... Ja, jetzt funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Ja, davon wird den Svensson kaputt gemacht. Nein, da geht gar nichts mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh. Die Alge, die die Brennstoffzellen mit Wasserstoff versorgt, ist eingegangen. Nigel wird mir den Kopf abreißen. Das könnte passieren. Ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich. Ja. Zumindest können wir ja jetzt das hier mal benutzen. Jetzt läuft es wieder, aber es hat noch keinen Empfang. Ich sollte die Antenne aufbauen. Und wie mache ich das und wo habe ich die? Klappe. Öffne. Koffer. Nehmen. Der Koffer mit der Zeitfunkantenne. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie aufbauen kann. Ja, da oben müsste doch eigentlich ganz gut passen, oder?
Würde ich jetzt mal spontan sagen. Kletter nochmal da hoch. Und dann bauen wir die Zeitantennen-Dings da auf. Okay, einmal. Dieser Koffer enthält alle Komponenten der Zeitfunkantenne. Na, das wird ein Spaß. Ja, hier haben wir doch ein Plateau, ne? Genau. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Okay. Alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Dann machen wir mal den Koffer auf und nehmen... Ach du meine Güte. Zurück, Plateau und zurück. Okay. Empfänger, Fuß. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Ja, das ist doch schon mal gut. Dann denke ich mal, wir haben ein T-Stück, wir haben ein Kabel, wir haben eine Sicherung, wir haben einen Koppler, wir haben einen Empfänger und wir haben eine Antenne. Würde ich sagen, zuerst das T-Stück? Nein, das passt hier nicht. Nicht. Okay, dann Antenne. Okay, auf die Antenne kommt das T-Stück. Nein, das passt. Ja, nicht auf den Schalter. Du sollst es da oben drauf klemmen. Nein, das... Auch nicht. Dann muss hier ein Koppler hin. Nein, das passt hier nicht. Kommt da direkt der Empfänger dran? Nein, das passt hier nicht. Sicherung. Ah ja. Ausgefahrene Antenne. Upsa, nee, du kannst ruhig hier dranbleiben. Sicherung. Aber ich kann hier immer noch keinen... Achso, ja, ich muss den Schalter drücken. Kann ich denn jetzt ein T-Stück anbringen? Ja, meine ich doch. Kann ich das so wieder einfahren? Nein. Dann kommt dann... Ausgefahren? Nein, das passt hier nicht. Was mach ich denn? Nein, das... Es tut sich nichts. Ach, das ist ein Knopf. Okay. Nein, das passt hier nicht. Was mache ich denn da mit dem T-Stück? Vielleicht kommt da erst der Koppler drauf. Ach, der kommt da drum. Dann kommt dann der Empfänger. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Kabelbuchse. Ach, das ist der Koppler. Okay, da kommt das Teil dran. Und dann die T-Dingens da oben drauf und ein Kabel. Einmal an die Kabelbuchse und das andere Kabel. Irgendwo an den Empfänger. Nein, das passt hier nicht. Nicht an den Empfänger? Nein, das... Was ist denn mit dem zweiten Kabel? Das an Nein. Den... Das passt auch nicht an den Empfänger. Nein, das passt hier nicht. Auch nicht an das T-Stück? Kubus. Nein, das... Ach du meine Güte, wir haben hier noch Kub... Nein, das passt hier nicht. Kubanten haben wir noch hier. ETF. Okay. Das macht voll keinen Sinn. So, jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Ah, Rätsel. Okay, Kubus. Noch ein Kubus. Grün. Noch ein Kubus. Grün. Jetzt blinkt der. Dann blinkt der. Dann blinkt der. Die, die zusammengehören, müssen auf eine Seite. Taste. Die beiden... Also die letzten beiden hier passen schon mal auf gar keinen Fall zusammen. Du hier bist der, ne? Genau. Du kommst schon mal nicht hier hin, das ist schon mal klar. Der macht nämlich diese beiden... diese drei, du machst diese, das heißt... Genau, das müsste doch eigentlich passen. Hier war doch irgendwo ein Knopf, oder?
genau. So, fertig. Jetzt muss ich nur noch das Zeitfunkgerät an die Zeitfunkantenne anschließen. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Ah, ich bin so gut. Mal sehen. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Fay. Hört ihr mich? Zeitteam hören? Hallo? Hm. Schnell! Amplifier! Wir haben eine Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo, hallo. Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir... Hallo, Quadi. Fay? Fay? Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab... Quadi? Nein, 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 bitte, bitte nicht. Oh, das Bild sieht ja super aus. Dina, du lebst. Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt, ich fürchte, sie sind... Hey, bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. Ach du Scheiße. Hey, wir haben uns verdeckt. 2050 ist zu spät. Joseph? Oh mein Gott, was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten. Wir sind mittendrin. Ich wiederhole, wir sind... Ach du Scheiße. Dreck. Dina? Dina! Dina, so melde dich doch! Oh nein! Super, und wir haben nicht mal mehr die Zeitkapsel mit Strom, um wieder wegzureisen. Sieht alles super aus. Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Ja, super. Was machen wir jetzt? Fay, ich stelle auf 0,6. Ich kann hören. Liegt an dieser verdammten Strahlung. Es ist das Kraftwerk. Hörst du? Das Kraftwerk. Ich glaube, Quelle gefunden, Fay. Ich. Sadi, empfängst du mich noch? Bleib bitte dran. Ich. Sie sind alle tot. Bitte lass dem Mentor nicht auch noch was passiert sein. Ich befürchte ja, dass doch. Nanu? Nigel? Nigel! Seltsam. Ich such besser nach ihm. Nein, das solltest du besser lassen. Da! Das war knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Okay. Ich kann sie nicht öffnen. Sie ist abgeschlossen. Ach, die ist in so schlechtem Zustand. Zwecklos. Sie ist fest verschlossen. Vielleicht so? Ich hoffe, das klappt. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Das sieht nach einem Schraubenzieher aus. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher.
Was hat der hier drin verloren? Macht nix, wir nehmen ihn mit. Aber Alter, ist schon ein wenig krass. Finde ich. Ich meine, klar, dass die Reise gefährlich ist, aber... Scheint eine Sitzgelegenheit zu sein. Ja, das ist es. Nein, da ist nichts. Oh, es fällt immer was in die Ritzen. Da war aber nichts. Schade. Ach ja, wir erzählen das ja gerade. Ich würde gerne, aber ich habe eine Mission. Nee. Na, warum nicht? Ach nee. Ach, du Langweiler. Ah, jetzt hab ich das Bild verpasst, naja. Ah! Nigel? Faye! Warte, ich komm zu dir! Ah! Verdammt! Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Haltet durch, Nigel. Wo ist der denn? Ich hab das gar nicht gesehen. Oh, da war ein Manu. Irgend so ein alter Federmechanismus hat die Leiter wieder nach oben gezogen. Haltet durch, Nigel. Ich lass mir etwas einfallen. Zu hoch. Hochspringen, komm, das geht schon. Keine Chance. Ach. Wir haben Wasser und eine Wäscheleine. Eine Nylonschnur. Reißfest. Okay, also abreißen. Nein, unzerreißbar. Ja, aber nicht messerfest. Das Messer ist scharf genug. Sehr schön. Toll, ich dachte, daran könnte man hochklettern oder so. Aber es war wohl ein bisschen übereilt. Mir gehen offenbar langsam die Ideen aus. Jetzt überlege ich schon wahllos, Sachen aneinander zu knoten. Nee, nix wahllos. Ich möchte, dass du das an die Wäscheleine knotest. Dann werfen wir das da hoch und dann kannst du das verkeilen und dann ziehst du die Leiter wieder runter. Gut, dann suchen wir uns halt hier was. Ja. Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein, doch nicht. Wäre auch ein bisschen komisch. Verschlossen. Was auch sonst. Ja, dann aufbrechen. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Die Tür bewegt sich kein Stück. Das ist schlecht. Dann nehmen wir die Tür. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem die Tür... Ja, dann nehmen wir die Tür. Verschlossen. Was auch sonst. Die kann ich nicht aufbrechen, ja? Dahinter ist es völlig still. Das sagt allerdings gar nichts. Auf dieser Seite der Tür ist es ja auch nicht anders. Na, dann wollen wir mal. Autsch! Nein, das ist definitiv das falsche Werkzeug. Damit habe ich einfach zu wenig Hebelwirkung. Vielleicht hier mit dem Messer. Na, dann wollen wir mal. Autsch! Nein, damit nein. Okay, wir brauchen also ein Brecheisen. Wie wär's denn mit dieser Eisenstange? Diese Stange ist locker. Ich nehme sie mal mit. Wofür könnte man sie wohl verwenden? Na, dann wollen wir mal. Ich weiß wofür. Tapete. Merkwürdig. Da klebt viel Papier an der Wand. Die Wand dahinter sieht auch nicht besser aus. Eine marode Wand. Einreißen. Nicht mit bloßen Händen. Ich hätte eine Eisenstange. Es geht. Ich wusste, die Stange würde mir noch nützlich sein. Das hab ich gesagt, Fräulein. Okay, jetzt sind wir in dem Raum dahinter. Spindtür. Kehrblech. Ja, die super. Seife nehme ich auch gleich mit. Kehrblech und Seife? Okay, Besen. Ich hoffe, der bricht nicht auseinander. Könnte dir aber passieren. Nein, nur Müll. Nichts Nützliches dabei. Na gut, Zahnputzgläser. Muss nicht, die Gläser sind widerlich. Und meine Zähne könnte ich auch gleich mit einem Ziegelstein abreiben. Ja, wäre wahrscheinlich genauso gesund. Wozu? Ich bin doch schon drin. Ach so. So eine bist du also, ja? Na gut. Dann hätten wir das doch auch. Jetzt haben wir hier Seife. Wir gehen offenbar langsam jetzt über. Ich hätte jetzt die Seife da dran geknotet. So. Ich habe das Seil an das Blech gebunden. Und nun?
Ja, weißt du, alles andere machst du nicht und fragst aber auch nicht nach dem Sinn, warum ich das machen will. Aber beim Kehrblech machst du es und fragst mich dann, hä, was soll ich jetzt damit machen? Ist schon komisch, Faye. Ich könnte es vielleicht da hochwerfen, aber es würde nicht halten. Ich sollte mir etwas anderes überlegen. Warum würde das nicht halten? Vielleicht könnte ich den Besenstiel als Verlängerung in den Griff stecken. Schade. Er passt nicht. Der Stiel ist zu dick und zu lang. Ich sollte mir etwas anderes suchen. Ja, mit dem Seil kann ich die beiden Teile fest zusammenbinden. Hey, das sieht aus wie ein Paddel. Warte, was? Ich wollte... Keine Chance. Ein Paddel habe ich schon mal. Aber wo bekomme ich ein Boot her? Ich wollte kein Paddel. Ich will, dass die Leiter da... Hä? Na gut. Der Besen ist tatsächlich lang genug. Gute Idee. Machen wir es nur mit dem Besen. Und... Ich muss jetzt die Leiter benutzen. Ja. Leuchtschrift. Erprüfen. Nicht gerade stabil. Noch hält es. Okay, hochklimmen. Erklimmen. Und wo ist Nigel jetzt bitte? So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Yt, ein, der, L. Hier sind alle Buchrücken völlig unlesbar geworden. Die würden in meinen Händen sofort zu Staub zerfallen. Bist halt tatsächlich zu spät. Betonplatten. Wiegen ungefähr eine Tonne. Jo, mach mal weg. Lesegerät. Keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man etwas in diese zylindrische Halterung steckt. Möglich. Haben wir denn was? Seife haben wir. Nee. Doch, haben wir wohl. Nein, nein. Doch, haben wir. Na gut. Was haben wir denn noch? Fenster, Bücher, Lesegeräte, Fenster, Bücher. Das ist ja super. Die gucken wir jetzt einfach mal hier. Ja, gehen wir mal hier raus. Ach du Scheiße. Nigel! Faye, komm nicht näher. Der Boden gibt nach. Ich suche ein Seil. Ich kann dich... Nein, Faye, du musst... Hast du versucht über das Geländer? Nein, Faye. Faye! Hör mir gut zu. Es ist wichtig, dass du mir ganz genau zuhörst. Finde das zweite San Francisco-Team. Finde Salvador und Delvin. Nigel, lass mich dir doch... 2050 ist zu spät. Ihr müsst einen weiteren Zeitsprung wagen. Hier, in dieser Konsole. Ich habe... Ich weiß jetzt, wie wir die Katastrophe abwenden können, die Cyanobakterie. Sie ist unsere letzte Chance. Ich verstehe nicht. Ich habe die Information in zwei Datenkristallen gespeichert. Einer ist runtergefallen, als der Boden nachgab. Finde ihn. Gib ihn Salvador. Er wird wissen, was zu tun ist. Nigel, die anderen Teams, sie sind alle tot. Reich mir deine Hand. Oh nein. Die Bakterie. Sie ist der Schlüssel. Als hätte ich es erwartet. Ja, scheiße. Sie wollen mich wohl veralbern. Was? Es war schrecklich. Er war der einzige Freund, den ich noch hatte. Wie könnte ich so etwas erfinden? Ach, kommen Sie. Sie wissen ganz genau, worauf ich hinaus will. Erst dieser Svensson und jetzt die Bakterie. Warum sagen Sie es nicht einfach? Ihr Freund starb für meine Forschung. Bedrückt dich das gar nicht? Ich bin weiß Gott kein Unmensch. Aber ich beginne allmählich die Strategie hinter Ihrem Märchen zu erkennen. Wir halten fest, meine Blaualge oder Cyanobakterie ist die Energiequelle der Zukunft. Wie geht's weiter? Ja, wie geht es jetzt weiter? Genau die gleiche Frage habe ich mir damals auch gestellt.
Wir haben verreckt. 2050, zu spät. Hallo? Wer ist da? Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Zeitechos. Von den anderen. Moment mal. Was ist das? Ein Notrufsignal. Das zweite San Francisco-Team lebt noch. Das Signal ist keine 2 Meilen entfernt. Ich brauche ein Boot. Ja, du brauchst ein Boot, aber nicht mehr in dieser Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bitte überlebt alle länger als die ganzen Teams hier. Das ist ja schrecklich. Boah. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.